Heute nehmen wir euch mit auf den Rietzer Grieskohl in den Sellrainer Bergen. Los geht's! Die Tour starten wir unten am Parkplatz bei der Bushaltestelle Galerie oder alternativ auch bei der Zirnbachalm. So oder so geht's für uns erstmal am Zirnbach entlang in Richtung Nord-Nordwesten. Zur Tour im Allgemeinen lässt sich sagen, es sind ungefähr 1050 Höhenmeter zu überwinden und das Ganze über eine Strecke von 5 Kilometern in eine Richtung. Damit ist diese Tour eher einfach und trotzdem führt sie auf einen gar nicht so niedrigen Gipfel in den Stubaier Alpen. Gastwirtschaft gibt es übrigens am gesamten Weg keine, also muss das Bier zur Belohnung definitiv bis ins Tal warten. Der Weg ist im Allgemeinen sehr gut markiert. Selbst bei Schneelage findet man sich immer gut zurecht. Schließlich wurden in regelmäßigen Abständen, zumindest in den ersten Stunden der Tour, immer wieder auch Stangen mit entsprechenden Markierungen aufgestellt. Das erleichtert die Orientierung bei fast jeder Witterung. Außerdem gibt es bei jeder Weggabelung auch entsprechende Schilderbäume, die den Weg gut zeigen. Der Zirnbach kann im Herbst und am Winterbeginn schon die ein oder andere Herausforderung darstellen. Schließlich gefriert er und dann hat man immer wieder Eisplatten, die man im Idealfall umgehen kann. Hinter uns werden der Geißkogel und Co. immer kleiner und verschwinden irgendwann gänzlich hinter dem Muckkogel. Dieser schaut bei Schneelage besonders interessant aus und wird für eine längere Zeit nun unsere Aussicht in Richtung Süden sein. Nach einem kurzen Steilaufschwung stehen wir dann am sogenannten Narrenboden. Auch hier haben wir gelegentlich wieder mit dem eingefrorenen Bach zu kämpfen, aber im Grunde geht das alles ganz problemlos. Vor allem besticht unterwegs immer wieder die geniale Aussicht nach Süden. Denn am Narrenboden bekommen wir erstmals wieder richtig tolle Weitblicke zum Geißkogel, dem Sulzkogel und unzähligen weiteren Gipfeln in den Stubaier Alpen. Gerade mit dem ersten Schnee sind das richtig tolle Eindrücke. Am Narrenboden haben wir jetzt ein Flachstück zu bewältigen, wobei hier jetzt erstmals der Gipfelaufbau des Grieskogels genauer begutachtet werden kann. Die steile Wand vor uns wirkt höchstens für den Kletterer in uns einladend, mit Bergschuhen nehmen wir aber gerne den Umweg über die Westseite. Doch um dahin zu kommen, ist jetzt nochmal ein steilerer Aufschwung notwendig.
Das Tolle ist, dass sich nach jedem Aufschwung die Aussicht etwas ändert. Und zwar zum Positiven. Das bisherige Highlight stellt dann aber der erste Blick ins Inntal dar. Den kriegen wir, wenn wir auf der Westschulter des Grieskogels stehen. Hier haben wir einen stark abfallenden Hang nach Norden und nach Süden gleichermaßen. Der Ausblick macht hier also richtig Spaß. Und wenn man nach rechts, also nach Osten schaut, dann weiß man, dass man es bald geschafft hat. Der Gipfelaufbau ist im Grunde genommen keine große Schwierigkeit. Doch bei Schneelage bildet sich hier gern eine Eisauflage. Und gerade im oberen Teil des Gipfelaufbaus kommt auch keine Sonne mehr hin. Deshalb ist hier definitiv Vorsicht geboten und vielleicht sollte man Grödel auch im Rucksack mitführen, um diese bei Gelegenheit verwenden zu können. Der breite Grat zum Grieskogel steilt am Ende nochmal ordentlich auf und beim Blick zurück nach Westen schaut der zurückgelegte Weg fast ein wenig dramatisch aus. Doch alles in allem ist es bis zu den letzten Metern auch im frühen Winter definitiv eine machbare Tour. Und zu guter Letzt dürfen wir noch an einem Gedenkschild vorbeigehen und stehen dann am Gipfel des Rietzer Grieskogels auf 2884 Metern. Wenn euch dieser Tourguide gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo am Kanal und einen Daumen hoch auf das Video. Das hilft uns allgemein wirklich sehr. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine schöne Zeit und Bergheil!